Zweiter Kampf im Federgewicht. Ebenfalls zwei Runden, a 5 Minuten. Russo gegen Gies. Die letzten Worte des Referees. Round und one. Dann geht es los. Wir sehen Russo mit der linken Hand vorne, Gies mit der rechten Hand. Und gleich mal ein schöner Pushkick von Gies, der seinen Gegner von den Beinen gefegt hat. Harte rechte Hand von Russo, aber Gies taucht runter durch, kommt an die Beine seines Gegners, versucht den Kampf auf die Matte zu verlagern. Aber Russo bisher quirlig genug, um im Stand zu bleiben. Findet jetzt den Käfig und versucht jetzt hier durch den Käfig sich einen stabileren Stand wieder zu sichern und dreht sich kurz Richtung Käfigmitte, aber Gies nutzt die Situation, macht ein Trip-Takedown, also er stellt das Bein hinter das Bein des Gegners, bringt den Gegner so auf die Matte und befindet sich jetzt in der Halfguard. Gies in der Oberlage, muss jetzt aufpassen. Russo hat die Full Guard zu und kurzzeitig eine Guillotine geplant, aber Gies bewegt sich da schnell genug raus, um nicht gewürgt zu werden. Hat jetzt hier aus der Guard-Position von oben eigentlich gute Karten, um Ground and Pound anzubringen. Versucht hier sein Bein zu befreien, schafft es auch. Befindet sich jetzt in der Halfguard-Situation. Ah, Russo nutzt den Schwung, will sich rausdrehen, aber Gies ist hellwach. Dreht sich ihm auf den Rücken und hat jetzt hier einen Rear Naked Choke drin. Und da ist der Tap. Russo muss aufgeben, da Gies ihm auf den Rücken geklettert ist und aus der Backmount den Rear Naked Choke, also den Würger von hinten, angesetzt hat und so den Tap, die Aufgabe des Gegners, erzwingt. Schöne Transition von Sascha Gies, der diese Situation genutzt hat, als Russo versucht hat, sich rauszudrehen, ihm auf dem Rücken zu klettern und sofort zum Rear Naked Choke umgestiegen ist und sich so dieses Erstrunden-Finish erarbeiten konnte. Blue Corner, Sascha Gieser! Et la coupe remis par Julien. Julien, merci beaucoup.